Hallo zusammen. Letztes Mal haben wir Batterien miteinander angeschaut. Heute gehen wir jetzt ins Innere des Fahrzeugs und schauen den elektrischen Aufbau an, wie der ausgeführt ist. Wir haben hier ein altes Fahrzeug, das nach der Lebensdauer, nach dem Einsatz, wieder zu uns zurückgekommen ist und wo wir jetzt im Moment am Demontieren sind. Wir haben die beiden Antriebsbatterien, 100 Amperestunden und totale Spannung von 26 Volt. Und die sind jetzt mit einem fetten Kupferkabel miteinander verbunden. Durch das fette Kupferkabel, das einen Querschnitt hat von 25 Quadratmillimeter, fließt der Hauptstrom. Da kommt die grosse Leistung durch, wo man dann über den Motor an die Räder abgehen und damit das Fahrzeug bewegen. Weiter haben wir auch Signalkabel. Über diese Signalkabel werden die ganzen Informationen durchgegeben an das Ort, wo sie es genau benötigt werden, wo dann irgendetwas gesteuert wird. Das Hauptkabel ist mit einer Hauptsicherung ausgestattet. Wenn irgendetwas nicht mehr gut ist, dann fliegt die Hauptsicherung raus und wenn die rausfliegt, dann startet alles. Dann kann man es also nur noch von Hand weiter schieben. Der Strom fließt aus den Batterien raus, über die Kabel an die Antriebssteuerung. Die Antriebssteuerung schauen wir uns nächstes Mal an. Und von der Antriebssteuerung dann an den Elektromotor, der im hinteren Bereich des Fahrzeugs sitzt. Und von der Hausinstallation wissen vielleicht die einen, dass man pro Quadratmillimeter Fläche, die so ein Kabel hat, maximal 10 Ampere Strombelastung durchlassen darf. Wir haben bei uns das genau ausgerechnet und sind darauf gekommen, dass man pro Quadratmillimeter am besten 1 Ampere durchfliessen lässt. So haben wir am wenigsten Verlust im ganzen Kreislauf. Das heisst, wir haben ein 25 Quadratmillimeter Kabel. Der Nennstrom bei uns beträgt 25 Ampere.